Mir wird ja immer wieder indirekt über einige Journalisten, Menschen auf Facebook oder im Internet unterstellt, dass ich ein Antisemit bin. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, aber ich will erzählen, was ich bin. Ich bin ein Anti-Schwurbelit. Ich bin gegen Schwurbeliten, weil ich diese Gruppe von Menschen als sehr, 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 sehr gefährlich betrachte. Jetzt wissen natürlich viele von euch nicht, was ein Schwurbelit ist. Ich weiß es auch erst seit gestern. Aber ich werde jetzt einfach ein bisschen von den Schwurbeliten erzählen. Der oder die Schwurbelit oder schlicht auch Schwurbler genannt, ist ein Mensch, der auf seine Intelligenz schwört und meint, dadurch wahrlich weise zu sein. Es ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, klug und gebildet zu sein, aber die höchste Erkenntnis im Wissen liegt darin, immer zu wenig zu wissen. Oder um es schlicht nach Sokrates zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das führt zu einer Bescheidenheit und zu einer Demut, die anderen Menschen und auch ihren Meinungen mit Achtung und Respekt begegnet. Der oder die Schwurbelit oder auch Schwurbler genannt, pfeift auf Demut. Die persönliche Wahrnehmung wird zum Weltdogma hochgeschwurbelt und alle, die sich nicht diesem Dogma anschließen wollen, werden über kurz oder lang zur Minderwertigkeit degradiert. Da werden dann Fakten und Tatsachen verschwurbelt und zu Hetzschriften verfasst, dass sogar ein Herbert Kickl seine Freude daran hätte. So schwurbelt Jutta Ditfurth über Prinz Chaos. Ich zitiere von ihrer Facebook-Seite. Dann sprang er plötzlich eines Montags auf die Bühne der Montagsquerfront und umarmte noch auf der Bühne den Antisemiten Lars Mehrholz, der alle Krisen der Welt, also auch den Ersten und den Zweiten Weltkrieg und die Shoah, seit 100 Jahren den Juden in die Schuhe schiebt. Ja, da wurde mir richtig übel. Zitat Ende. Das ist schon doppelt plus Geschwurbel. Zuerst wird Prinz Chaos angeschwurbelt und dann schwurbelt sie noch Lars Mehrholz zum Antisemiten, weil er angeblich in den letzten 100 Jahren den Juden die Kriege in die Schuhe geschoben hat. Das ist eine sehr heftigst dahergeschwurbelte Lüge, weil Mehrholz, der hat die FED kritisiert, aber nie, 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 nie hat er irgendetwas gegen Juden gesagt. Jetzt könnte ich aber auch sagen, wenn Jutta Ditfurth sofort daran denkt, dass bei Kritik an der FED Juden mitkritisiert werden, dass sie eine strukturelle Antisemitin ist. Könnte sein. Aber vielleicht ist das auch schon Geschwurbel. Und ich will kein Schwurbler sein, weil ich Schwurbelisten als sehr komisch empfinde. Die Schwurbeliten sagen nämlich auch, dass Menschen, die sich gegen Fracking aussprechen, sogenannte Putin-Versteher sind oder zumindest vom Kreml unterstützt werden. Überhaupt neigt der Schwurbler dazu, Menschen, die aus einer Not heraus auf das Leid anderer hinweisen, zu stigmatisieren. Sei es eben wieder einmal der Putin-Versteher, der sich gegen das Zerbomben von Zivilisten in der Ukraine wehrt. Sei es der Amerika-Hasser, der sich wie Jürgen Tötenhöfer gegen den Drohnenkrieg wehrt. Der Gutmensch, der eine humanere Asylpolitik verlangt, oder auch der Antisemit wie Ken Jebsen, wenn er radikal auf das Besatzungsproblem der Palästinenser hinweist. Es wird so lange herumgeschwurbelt, bis der Schwurbler sich als großer Aufdecker, als moralisch-ethische Instanz und als großer, einziger Bewahrer der Wahrheit hochstilisiert hat. Auch in Wien habe ich schon so manche Schwurbeliten getroffen.
Die haben mir zum Beispiel erklärt, dass wenn Soldaten, die dem Staat Israel dienen und Befehle der israelischen Regierung ausführen, wenn diese Soldaten palästinensische Kinder töten, dann zählt das als Selbstverteidigung. Weil die Palästinenser hassen den Staat Israel, somit ist es als Selbstverteidigung zu sehen, wenn Palästinenser von der israelischen Regierung unterdrückt werden. Und wenn man sich dagegen ausspricht, wenn man sagt, dass die israelische Besatzungspolitik Unrecht ist, dann wird man zum Antisemiten angeschwurbelt. Au, sage ich da. Jakob Augstein schreibt darüber auf Spiegel Online. Ich zitiere: Aber wenn jede Kritik an israelischer Besatzungspolitik antisemitisch ist, hört Antisemitismus auf, etwas Verwerfliches zu sein. Das freut die echten Rassisten und Antisemiten. Zitat Ende. Eine spannende Aussage. Folgt man der These der Schwurbeliten, da müssen die eigentlich auch das Apartheid-System in Südafrika gutheißen oder gut geheißen haben. Denn letzten Endes hat sich die weiße Bevölkerungsschicht ja nur gegen den Hass der Schwarzen gewehrt, den sie aber jahrzehntelang geschürt haben. Das heißt dann wohl über kurz oder lang auch, dass wenn ich mich hier gegen Schwurbeliten ausspreche, die mich laut ihrer Logik unterdrücken dürfen. Vielleicht wollen die Schwurbeliten die Menschen, die sich auf der Friedensmahnwache für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit aussprechen, in Umerziehungslager stecken. Ein bisschen Schwurbelwäsche mit unserem Gehirn machen, damit wir dann ihrer Argumentation widerspruchslos folgen können. Zum Beispiel, wenn mir jemand, Tatsache, erschwurbelt, dass es keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern gibt. Gar keinen Unterschied. Dass alle Differenz nur Erziehung ist. Und wenn ich dann frage, ob der werte junge Schwurbelit schon mal etwas von Östrogen oder Testosteron gehört hat, dann schwurbelt er mich als Reaktionär nieder. Wenn ich dieser Schwurbellogik folge, dann wachsen den Frauen nur deshalb Brüste, weil sie so erzogen werden. Und den Männern auch nur Bärte, weil es an der Erziehung, aber sicher nicht an den Hormonen liegt. Und Penis und Vagina werden wohl von außen in den Mutterleib hineingegendert. Das war jetzt überspitzt gesagt, ich weiß. Ich weiß auch, was der Schwurbelit mir letzten Endes sagen wollte, nämlich, dass die Frauen und Männer mental betrachtet gleich funktionieren. Aber der Schwurbelit darf sich gern mal Verbrechensstatistiken ansehen. Da wird schnell klar, dass es mit dem Testosteron gesteuerten Geschlecht ein bisschen eigen läuft. Vielleicht wäre es ja ratsam, sich diese Unterschiede wirklich klar zu machen, um mit einer ganzheitlichen Erziehung die Probleme, die sich aus einer biologischen Tatsache ergeben, minimieren zu können. Aber der Schwurbelit möchte gar nicht auf meine Argumente eingehen. Er möchte sie einfach als rechtsgerichtet und reaktionär abstempeln, damit er sich schwurbelig überlegen fühlen kann. Der Schwurbelit glaubt nämlich, überlegen zu sein. Er fühlt sich überlegen, ob seiner Intelligenz, ob seiner ethischen und moralischen Vorstellungen und lässt das mit Genuss allen spüren, die er glaubt, unter sich zu haben. Das bezeichne ich als Schwurbelismus. Andere Menschen könnte wohl auch das Wort Faschismus auf der Zunge liegen. Denn Faschismus muss nicht immer rechtsextrem oder nationalistisch sein. Faschismus kann auch totalitär oder autoritär sein. Und die Schwurbeliten sind gefährlich nahe dran, sich aus ihrer behaupteten Überlegenheit heraus in dieses System, in den Faschismus zu bewegen. Die Ikone, die Führerfigur haben sie schon. Den Feind haben sie auch schon ausgemacht. Und der blinde Hass schlägt seine Welle ihnen entgegen. Konstantin Wecker schreibt auf seinem Facebook-Profil in Richtung der Schwurbeliten, ich zitiere: Ich werde mir weiterhin den Luxus einer eigenen Meinung leisten.
und dem Prinzip treu bleiben. Wüste Beleidigungen nicht in demselben Stil, in demselben schlechten Stil zu erwidern. Dazu liebe ich die Sprache zu sehr. Und eines wird mir immer klarer. In der ach so gerechten Welt dieser Selbstgerechten möchte ich nie leben. Ihre Ziele können nicht die meinen sein. Auch wenn sie ähnlich klingen, es fehlt die Liebe. Nicht mehr und nicht weniger. Zitat Ende. Und das stimmt. Das fehlt den Schwurbeliten. Es fehlt an Liebe. Denn aus Liebe zum Leben, aus Liebe zu sich selbst, wächst auch Achtung und Demut vor dem anderen, vor der Meinung des anderen und die Bereitschaft, mit Menschen zu reden, zu diskutieren und ihnen zuzuhören. Denn wenn die Schwurbeliten mir oder vielen anderen, die hier reden, zuhören würden, wenn die Schwurbeliten mir oder vielen anderen, die hier reden, die gleiche Aufmerksamkeit geben würden, die sie manch abstrusen Theorien, die auf den Mahnwachen kundgetan werden, entgegenbringen, dann würden die Schwurbeliten merken, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen uns geben würde. Gemeinsamkeiten, die einen Wandel der Gesellschaft herbeisehnen und auch herbeiführen können. Aber die Schwurbeliten weigern sich, aus ihrer blinden Arroganz heraus auch nur im Ansatz wirklich zuzuhören und grenzen andere Menschen dadurch aus. Leider merken sie nicht, dass sie letzten Endes nur einen Zaun um sich selbst ziehen, der sie in ihrer kleinen, dogmatischen Schwurbelwelt gefangen hält. Nachdem ich grundsätzlich gegen Ausgrenzung bin, kann ich auch die Schwurbeliten nicht tolerieren und bekenne mich somit öffentlich zum Anti-Schwurbelismus. Ich werde die nächste Zeit intensive Forschungen darüber anstellen und euch auf dem Laufenden halten. Ein schlagkräftiges Argument gegen Schwurbler habe ich aber schon entdeckt, welches ich euch nicht vorenthalten möchte. Nehmt euch etwas zum Schreiben zur Hand. Es ist wichtig, weil wirksam. Also, wann immer euch ein Schwurbler versucht, als neue Rechts, als Querfrontler, als Antisemit oder als was auch immer zu bezeichnen, dann spannt euer Zwerchfell und entgegnet ihm ein herzliches Pfff. Das wirkt. Und jetzt möchte ich noch was Ernst Gemeintes sagen. Wehret den Anfängen. Während die Aktivisten rund um die Friedensmahnwachen genötigt werden, sich abzugrenzen und auszugrenzen, gibt es Menschen, die sich darüber ins Fäustchen lachen. Wehret den Anfängen. Lasst uns aufeinander zugehen, unsere Meinungen anhören, auch wenn wir damit nicht einverstanden sind. Lasst uns gemeinsam gegen Hetze, gegen Menschenhass, gegen Intoleranz auftreten, aber gestehen wir doch wirklich jedem Menschen zu, dass er das Potenzial hat, sich oder seine Wahrnehmungen zu erweitern und zu ändern. Schließen wir uns nicht gegenseitig aus, hören wir uns zu und reden wir miteinander. Redet miteinander, redet mit allen, hört euch gegenseitig zu und sucht den kleinsten gemeinsamen Nenner, der im Falle der Friedensmahnwachen ohnehin episch ist, nämlich Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit. Auf Wiedersehen.